Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Wir haben das zweijährige Jubiläum von Pokémon Go. Pokémon Go gibt es jetzt seit 2 Jahren. Momentan läuft auch das GoFest in Amerika, in Chicago, wo übrigens Silibee freigeschaltet wurde. Also mal schauen, wann es zu uns rüberkommt. Aber ich habe nach 10 Monaten Spielen das erste Mal Level 40 erreicht, 20 Millionen EP. Und jetzt, nach 2 Jahren, bin ich ganz kurz vor der 100 Millionen. Wir schauen mal kurz rüber. So, es fehlen noch weniger als 2 Millionen. Rein theoretisch hätte ich das schon lange machen können, aber ihr wisst, ich bin nicht mehr so im EP-Fieber. Aber die 100 Millionen, die knacke ich auf jeden Fall noch. Und ja, nach 2 Jahren stellt sich einem die Frage, was hat man eigentlich noch für Ziele, was will man alles noch im Spiel erreichen, was will man noch alles schaffen? Und ja, das werde ich auch öfters gefragt. Hong, du hast so viele, keine Ahnung, so viele Hunderter, so viel EP, so viel Staub. Was gibt es da eigentlich noch zu tun? Und das werde ich euch heute beantworten. Also, Nummer 1 Grund, wieso ich noch spiele, ist natürlich Spaß. Mir macht es immer noch Spaß. Das ist das Wichtigste, sonst hätte ich das schon lange nicht mehr gezockt. Da gibt es natürlich immer noch ein paar Sachen, die ich noch nicht erledigt habe. Wie zum Beispiel hier. Das sind so die größten Aufgaben noch. Incognito, fehlen mir noch 11. Beziehungsweise Fragezeichen, Ausrufezeichen gibt es ja inzwischen, glaube ich, auch. Sprich, mir fehlen noch 13. Aber, ja, die müsste ich mir noch ertauschen oder auf ein paar Events fahren, ausländische Events, wo es das gibt, aber da fehlen natürlich die Mittel und die Zeit und die Möglichkeit. Also eher tauschen. Mir fehlen alle Buchstaben nach dem U zum Beispiel. Davor noch ein paar dazwischen, aber hauptsächlich alle nach dem U. Wer welche hat, kann sich bei mir melden. Dann die Medaille, das wird, glaube ich, die schwierigste. Normale Raids, liegt daran, dass die Raids so schlecht sind. Die einzig interessanten für mich, Flunkiefer und Absol. Und wenn ich genug Flunkiefer habe, dann wird Flunkiefer auch relativ uninteressant. Absolut dauert noch eine Weile, weil davon habe ich noch nicht so viel gemacht. Da brauche ich immer einen Partner und findet sich nicht immer einer. Aber ja, die Medaille, die wird echt schwierig. Und Solo-Raids hier und da mal ein paar, aber sonst eher nichts. Legendäre, das dauert auch nicht mehr lang. 771. 1000 werden auf jeden Fall geknackt, vor allem wenn immer neue Legendäre kommen. Muss man ja genug machen, um 248 Bonbons zu sammeln. Und einen guten. Also das ist kein Thema. Dann hier die Feldforschung. Auch kein Thema, auch demnächst erfüllt. Ihr könnt natürlich auch unten in die Kommentare schreiben, wie weit ihr mit den jeweiligen Medaillen seid und welche bei euch noch offen sind. Dann hier Tausch. Da muss ich mich noch ins Zeug legen. Da habe ich echt noch kaum was gemacht. 1000 Mal muss man tauschen für die Goldmedaille. Kommt mit der Zeit. Ist kein Problem, kein Stress. Aber ja, ein bisschen mehr muss ich mich da auf jeden Fall ins Zeug legen. Dasselbe gilt natürlich dafür. Aber die zwei gehen Hand in Hand miteinander, also mit dem einen kommt eigentlich auch das andere. Und ja, das ist einfach nur die Zeit abwarten. In ein paar Monaten ist es soweit. Also das ist eigentlich erledigt. Von den paar gibt es auch ein paar Sachen, die ich noch erfüllen will. Zum Beispiel hier laufen, will ich natürlich die 10.000 knacken. Was natürlich noch lange dauern kann, weil ich habe jetzt 2/3 von 10.000 und das in 2 Jahren. Kann man sich ausrechnen, theoretisch bräuchte ich noch 1 Jahr dafür. Fangen? Nee, also da brauche ich nichts mehr. Carpador auf 500, damit es eine schöne glatte Zahl ist. Kann man machen, ja. Kämpfen, das auf jeden Fall auf 20.000. Wobei ich in letzter Zeit echt wenig gekämpft habe. Radfahrt, die 2000 kann man knacken. Und Pikachu, die 1000. Das auf jeden Fall. Ja, füttern. Ja, okay, die 30.000, aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Ziel und werde ich auf jeden Fall auch so erreichen. Und verteidigen eher nicht so. Ja, das waren so die anderen Medaillen. Mythen vielleicht was? Nee, nicht wirklich. Wie gesagt, 100 Millionen EP. Dann natürlich der Pokédex. Pokédex, da fehlen natürlich auch eine Menge Sachen noch. Gen 1 fehlt zum Beispiel das Tauros. Die Frage ist jetzt, darüber mache ich noch ein separates Video, aber man kann sich natürlich alles ertauschen oder die selber fangen und extra irgendwo hinfliegen. Ich habe kein Problem damit, mir alles zu ertauschen, also falls ihr was habt, was mir noch fehlt, könnt ihr euch gerne melden. Und ja, wie gesagt, ich mache noch ein extra Video darüber. Sollte man sich neue Dex-Einträge ertauschen oder alles lieber selber fangen? Ich habe da meine eigene Meinung dazu, wie gesagt, demnächst in einem separaten Video. Aber ja, die Pokédex-Einträge will ich auf jeden Fall noch zu Ende bekommen.
Das ist auch noch eines der Ziele, also hier ist Gaga Born fehlt noch, Fab Eagle und jetzt dann Celebi, wurde ja in Chicago veröffentlicht. Gen 3 fehlt noch mehr, ihr kennt das Video, dann ein paar regionale Illumis, Squirtle und Tropius, genau. Relikant ertauscht, ein weibliches könnte ich noch gebrauchen, das war's mit den Pokédex-Einträgen. Dann wisst ihr ja, ein Samurzel. Dann wisst ihr ja, ein separates Ziel ist auch noch, jedes von denen, jedes Pokémon einmal auf Max zu pushen. Mit dem bestmöglichen IV. Früher war es mit 100%, aber das ist nicht mehr machbar. Das heißt, mit dem bestmöglichen IV jedes Mal, jedes Pokémon einmal auf Max zu pushen. Und ich rede jetzt nicht von Bisasam, Bisasflor, Bisasam, Bisasknospen, Bisasflor, sondern ein Bisasflor. Und vielleicht ein Shiny Bisasflor. Das mit den Shiny und Spezial-Dinger muss ich mir noch überlegen. Habe ich jetzt zum Beispiel einen Turtok, einen Shiny Turtok, einen Brillen-Turtok und einen Shiny Brillen-Turtok auf Max Busche. Dasselbe natürlich mit dem Pikachu, mit dem ganzen Hut-Pikachu, Event-Pikachu. Reicht mir eins oder soll ich echt jedes auf Max pushen? Das überlege ich mir noch, aber im Grunde genommen eines meiner großen Ziele und das wird noch lange dauern, weil der Staub ist so kostbar. Es ist echt schwer Staub zu bekommen und es kostet einfach so viel eins auf Max zu pushen. Ja, das ist eines meiner großen Ziele, alle auf Max zu pushen. Und dann ein eher albernes Ziel noch, was ich noch habe. Und zwar ist für mich ein Spiel nicht durchgespielt, solange man nicht alles freigeschaltet hat. Und was habe ich noch nicht alles freigeschaltet? Ne, da nicht. Hier. Die Kleidung. Ich müsste mir eigentlich noch alle Klamotten. Zumindest für den weiblichen Avatar, weil weiblich und männlich zusammen, das kostet echt eine Menge. Also ich habe das mal letztens ausgerechnet, aber seitdem sind wieder neue Kleidungsstücke reingekommen. Das hätte umgerechnet 80 Euro gekostet, um alles freizuschalten. Was ich aber auf jeden Fall vorhabe und irgendwann noch machen werde, weil für mich ist das nicht durchgespielt, wenn nicht alles freigeschaltet ist. Sprich, das alles muss auch gekauft werden, auch wenn es ein bisschen überteuert ist, Niantic. Da solltet ihr echt mal eine Rabattaktion machen. 50% auf alles, Winter Sale oder Summer Sale oder sowas. Und ich würde mir echt alles sofort kaufen. Also da warte ich echt noch auf irgendeine komische Aktion. Bis dahin kaufe ich mir nur ein paar Sachen, die mir gefallen. Aber das ist auch eines der großen und letzten Ziele. Einfach alles kaufen und freischalten. Ja, und das war's eigentlich so. Ansonsten, wie gesagt, Spaß haben, neue Orte entdecken und coole Videos drehen. Das sind so noch die Sachen, die mich am Ball halten. Und ja, schreibt unten in die Kommentare, was ihr noch so für Ziele habt. Macht euch das Spiel noch Spaß? Was habt ihr noch alles so vor? Und das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Neuer Shop, neue Preise, lohnt sich auf jeden Fall. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.